Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute geht's um das Thema FPV-Fliegen. Ich möchte mich so langsam mal mit dem Thema FPV-Flug auseinandersetzen, da die Gerüchteküche brodelt und DJI wohl bald eine FPV-Drohne rausbringen soll. Es soll sich dabei um ein komplettes Kit mit Brille, Fernbedienung und Drohne handeln. Ich bin noch gar nicht so in dem FPV-Thema drin, wäre es aber gern. Deshalb habe ich mir mal das Beta FPV Wob Racing Starter Kit 2 gekauft. Ich habe es mir direkt von Beta FPV geholt. Insgesamt hat es ungefähr 10 Tage für den Versand gedauert. Es war aber komplett ohne Probleme und ist dann auch gut hier angekommen. Ich habe mir dazu auch gleich noch 8 extra Akkus geholt, da die Akkulaufzeit mit 3 bis 5 Minuten jetzt nicht so der Renner sein soll und man am Anfang ja gerade mehr Zeit fürs Fliegen benötigt. Die Kosten für das Kit sind mit knapp $130 doch sehr überschaubar. Dafür bekommt ihr die kleine FPV-Drohne vom Typ Beta 65S Lite inklusive 2 Akkus, der FPV-Brille, der Fernbedienung, USB-Ladegerät und noch der Transporttasche. Kleineres Zubehör wie Ladekabel, Werkzeug und 4 Ersatzpropeller sind auch noch dabei. Nach dem Laden der Akkus seid ihr auch schon direkt einsatzbereit und es kann losgehen. Die Fernbedienung und die FPV-Brille lassen sich auch schnell und problemlos mit der Drohne koppeln. Zur Brille. Die FPV-Brille hat eine Auflösung von 800x480. Das Signal wird analog übertragen und ihr könnt sie über USB laden. Das Laden ist auch während der Nutzung möglich, so könnt ihr also eine Powerbank vielleicht hier oben anbringen und während der Nutzung laden. Im On-Screen-Menü könnt ihr diverse Einstellungen anpassen. Ihr habt die Möglichkeit, das Bild der Brille auf eine Micro-SD-Karte aufzuzeichnen. So könnt ihr eure schönen Flüge dokumentieren. Natürlich nicht in super HD-Qualität, aber für einen Anfang ist es ausreichend. Insgesamt habt ihr jetzt nicht die Mega-Reichweite beim Bildsignal, aber so 50 bis 100 Meter sind ohne Hindernisse schon drin. In Räumen oder mit vielen Hindernissen ist es aber deutlich weniger. Wenn ihr während dem Flug keine direkte Sichtverbindung mehr habt, kann es zeitweise zu Aussetzern kommen, welche das Fliegen natürlich etwas schwieriger machen, da ihr dann wirklich kein Bild mehr seht. Die Bildqualität ist natürlich nicht der Renner und entspricht keinesfalls der Qualität von hochwertigen digitalen Übertragungssystemen. Aber dafür erfolgt das Ganze komplett verzögerungsfrei, was natürlich sehr wichtig ist. Und die Qualität ist fürs normale Fliegen und Üben auf jeden Fall ausreichend. Soweit lässt sich die Brille auch bequem tragen, wobei ihr diese natürlich nicht stundenlang aufhaben werdet, außer ihr habt einen sehr großen Vorrat an Akkus. Apropos Akkus, ihr seht natürlich die Akkuspannung auch in der Brille eingeblendet und bekommt einen Hinweis, wenn sich der Akku eurer Drohne dem Ende nähert. Zum Fliegen. Für den Anfang habe ich gemerkt, dass man das Fliegen erstmal ohne Brille üben sollte, da man so das Verhalten der Drohne besser sehen kann und einschätzen kann. Mir ist das Fliegen nach kurzer Zeit schon recht leicht gefallen und es macht einfach jede Menge Spaß. Im Vergleich zu einer normalen Drohne wie einer DJI Mavic Air 2 oder Mini merkt man direkt die Spritzigkeit einer FPV-Drohne. Sie reagiert viel schneller und viel dynamischer. Dafür habt ihr natürlich auch keine Sicherheitshelferchen. So kann sie zum Beispiel nicht automatisch die Höhe halten und wird auch nicht per GPS auf der Position gehalten. Hier ist also noch richtig Arbeit an den Joysticks angesagt. Vor allem im Akro-Modus, also dem Akrobatik-Modus, in welchem wirklich alle Manöver möglich sind, auch Überschläge und Rollen. Durch die geringe Größe kann man aber auch ohne Probleme in den Innenräumen fliegen. Durch Fliegen von Tisch und Stuhl geht eigentlich mit ein bisschen Übung ohne Probleme. Die Drohne ist ja wirklich sehr klein und man hat sehr viele Möglichkeiten. Auch lautstärkemäßig ist super erträglich und lang nicht so laut wie die großen Drohnen. Jetzt zur Drohne selbst. Die kleine Drohne ist sehr robust. Gerade in den ersten Minuten hat sie doch den einen oder anderen Crash gehabt, als ich geflogen bin. Da hat die aber ohne Probleme weggesteckt. Auch der kleine Hügel mit der Kamera hat überraschenderweise gar keine Probleme gemacht. Ich bin jetzt schon sehr viel damit geflogen und habe auch den einen oder anderen größeren Absturz hinter mir. Bisher ist aber gar nichts passiert und ich habe sogar noch die ersten Propeller montiert. Beim Outdoor-Fliegen habt ihr natürlich sehr viel mehr Platz, was auch nicht ganz unwichtig ist, denn die Drohne kann sehr schnell fliegen.
Außerdem macht es mit der Brille erst richtig draußen Spaß, weil hier dann für mich das richtige FPV-Feeling aufkommt. Ihr müsst nur aufpassen, dass es nicht zu windig ist. Sie kann zwar sehr schnell fliegen und auch gut gegen den Wind ankommen, wird aber aufgrund vom geringen Gewicht recht schnell abgedriftet. Und auch durch die geringe Akkulaufzeit habt ihr jetzt nicht so viel Reserven, um sie wieder zurückfliegen zu lassen, wenn sie dann doch etwas weiter weggetragen wird. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die Reichweite der Fernbedienung ist sehr viel höher als die Bildübertragungsreichweite. Es bringt euch aber auch nur was, wenn ihr ohne Brille fliegt, da ihr sonst nichts mehr seht, wenn das Bild weg ist. Ich habe die Reichweite der Fernbedienung noch nicht ausgetestet, da die Drohne durch ihre geringe Größe ab einem gewissen Abstand in der Entfernung doch nur noch sehr schwer erkennbar ist. Kommen wir zur Fernbedienung. Die Fernbedienung liegt sehr gut in der Hand und kommt mit einem eingebauten Akku. Der lässt sich auch entnehmen, lässt sich aber auch einfach über USB laden. Und ihr habt dann ungefähr eine Flugzeit von 8 Stunden. Sie hat 4 Schalter und ihr könnt die Fernbedienung auch am PC oder Mac für einen Simulator benutzen und diese dann auch am PC kalibrieren und trimmen. Das Kalibrieren und Trimmen war bei mir aber noch nicht nötig. Ich stecke da auch noch nicht so in der Materie drin, da muss ich mich noch ein bisschen mit befassen. Insgesamt ist sie aber out of box schon sehr gut geflogen. Das kleine USB-Ladegerät für die 300 mAh Akkus bietet auch eine Spannungsüberprüfungsfunktion. Somit könnt ihr den Ladestand eurer Akkus ermitteln. Die Akkus selbst benötigen nur wenige Minuten, um geladen zu werden. Ihr könnt davon auch 2 Stück auf einmal laden. Kleine LEDs zeigen euch dann, wenn die Akkus voll sind. Die Tasche ist ganz gut verarbeitet, sehr stabil und bietet Platz für das komplette Kit inklusive der extra Akkus. Insgesamt bin ich doch sehr begeistert von meinem Einstieg ins FPV-Fliegen. Es macht sehr viel Spaß und bietet ganz andere Möglichkeiten als das normale Drohnenfliegen. Natürlich ist die Flugzeit durch die kleinen Akkus sehr beschränkt. Andererseits hat man dann immer kurz Zeit, sich zu erholen, weil das Ganze auch wirklich anstrengender ist als das Fliegen mit zum Beispiel einer Mini, da ihr so gut wie keine Helfer zur Verfügung habt. Ich kann das Kit jedem FPV-Einsteiger empfehlen. Ihr bekommt alles, was nötig ist und könnt ohne großen Aufwand direkt loslegen. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß am FPV-Fliegen gefunden und werde recht zeitnah auf was Größeres umsteigen. Ob ich jetzt noch so lange warte, bis DJI den Komplettkit rausgebracht hat, weiß ich nicht. Ich glaube es fast nicht, weil es einfach wirklich sehr viel Spaß macht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ciao.